Hallöchen, Freunde. Ja. Wie ihr seht, oder wie ihr lesen konntet, sind wir jetzt hier im Medieval Dynasty. Und ja, der Hauxen ist auch da, seht ihr. Und da sind die Täubchen. Was? Ja, wir haben hinter ihnen. Was für die Täubchen denn? Hinter ihnen sind die Täubchen. Ach, hinter mir. Wir ziehen die Täubchen gerade an. Mhm. Und wir haben uns gedacht, weil wir ja Sengoku Dynasty gemacht haben und ich ja, sag noch mal, machen Medieval eigentlich, Dynasty ne? ja der Vorgänger war. So oh nein. Der Vorgänger war. Und der Hox, der immer Unsinn macht, gar nicht zuhört. Ja, nee, ist klar. Nein, ich hau dich doch nicht, bleib doch locker. Gehen Sie weg. Ja, ich gehe weg. So, damit man meinen Charakter auch einmal sieht hier. Holde Maid. Ach Gott. Hallo. Das muss am Mittelalter liegen, Freunde. Das muss Scheiße. Am Mittelalter liegen. Oh, jetzt bespringt er mich sogar. Nein, Hilfe. Also, wie gesagt, das war so der Grund, dass wir gesagt haben, wir gucken uns hier mal Medieval Dynasty an, weil es halt auch ein Koop... Was ist hier los? Sind Sie der Taubenvater hier? Taubenvater? Ja, ich weiß nicht. Ja. Gehen Sie mit dem Blümchen spielen. Guru. So, also das Ganze hat auch eine Quest. Wir machen mal H. Da seht ihr's. Eine unbeschriebene Tafel, das Erwachen aus einem Albtraum. Wir sollen mit Seduwin sprechen. Und das wird dann der Hoxton einfach mal machen. Ne? Oder soll ich das machen? Ich kann auch mit dem sprechen. Können Sie? Ja, mir ist egal, aber dann muss ich das ja machen, ne? Ja. Glaube ich, oder? Ja. Dann muss ich ja, glaube ich, die Quest machen. Ja, soll machen, ich das machen? Ja, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal zum Seduwin. Genau. Wo ist er denn? Bestimmt der im Haus. Da, wo sie immer hingegangen sind, als auch ich. Hallo. Da ist er. Ah, okay. Ja, ich kann ja mit ihm sprechen. Naja, mach mal. Okay. Also. Kann ich mitgucken, hören, sehen? Ich weiß nicht. Kannst du? Nee. Ach, zuhören mit E. Ja, okay. Meine ich doch. So, dann stell mal eine Frage. Er sagt, oh, du lebst. Und du, das machst du wieder. Ach, muss ich das machen? Ja. Oh, du lebst. Und du siehst sogar recht beweglich aus. Das ist überraschend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich fühle mich irgendwie großartig. Das könnte das Anzeichen für den Selbstschutz sein, der dich den Verstand verlieren lässt, während dein Körper den Kampf ums Überleben allmählich aufgibt. Moment, was willst du damit sagen? Dass ich sterbe? Das weiß ich nicht. Finden wir es heraus. 5, 4, 3, 2, 1. Und? Bist du tot? nein. Keine Sorge. Was hinaufgeht, kommt auch wieder herunter. Entschuldige, aber wer bist du? Mein Name ist Seduwin und ich bin der Bader und Wundarzt hier. Zumindest nennen mich die Leute so. Ursprünglich hatte ich eigentlich kein sonderliches Interesse an der Heilkunst. Aber ich nehme an, ich war am Ende einfach derjenige, der am wenigsten gezögert hat, nach einer Axt zu greifen, als es nötig wurde. So ist das in Oxbow. Es ist egal, wer du vorher warst. Es zählt nur noch das, was das Land mit dir vorhat. Du wirst sehen. Du? Ja, du. Achso, muss ich weiter erzählen? Achso, ja. Aber bevor ich noch mehr deiner Fragen beantworten kann, sollte ich dich mir genauer ansehen. Wir mussten sicher gehen, dass jeder Teil von dir richtig heilt. Fangen wir damit an, dass du mir sagst, was das Letzte ist, an dem du dich erinnerst. Ja, daran, dass ich in einem Haus in der Nähe aufgewacht bin. Ich erinnere mich an nichts sonst. Ich verstehe. Glaubst du das wirklich? Oder willst du nur, dass ich es glaube? Glaubst du, ich mache Witze? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wer ich bin, was ich überhaupt gerade fühlen soll.
Wie sah das Gesicht meiner Mutter aus? Wie sah sie aus? Ich wollte dich nicht verärgern. Ich bin nur gründlich. Hör zu. Ich verstehe, wie verwirrend all das gerade für dich sein muss. Gedächtnisverlust ist bei der Art von Kopfverletzung, wie du sie erlitten hast, mehr als üblich. Ich werde versuchen, all deine Fragen zu beantworten. Wer bin ich denn? Das weiß ich einfach nicht. Du bist mit dem Wagentross der Baumeistergilde hier angekommen, im Oxbow, um beim Bau einer neuen Siedlung zu helfen. Doch der Tross wurde nahezu nahe der Grenze überfallen. Du bist einer der wenigen Überlebenden. Gehört ich denn zu dieser Gilde? Ich habe keine eindeutigen Beweise dafür, aber ich bezweifle es. Als wir dich fanden, war dein Kopf beinahe gespalten. Dieser Anblick allein hat den meisten das Blut in den Adern gefrieren lassen. Also haben sie auch die Fesselspuren an deinen Handgelenken nicht bemerkt. Die haben mich gefangen gehalten? Was sieht so aus? Warum? Nun, die Gilde ist bekannt dafür, die billigsten Arbeitskräfte einzusetzen, die sie finden kann. Du könntest eine Mörderin gewesen sein, die man kurz vor ihrer Hinrichtung für ein paar Münzen gekauft hat. Oder du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und wurdest von einem Sklavenhändler gefangen. Also könnte ich genauso gut die Peinigerin sein wie das Opfer. Was war und nicht länger ist, spielt keine Rolle. Du hast die seltene Gelegenheit, dein Leben neu zu beginnen. Ein unbeschriebenes Blatt. Verschwende sie nicht, indem du dir über Dinge Gedanken machst, die du ohnehin nicht ändern kannst. Du hast recht, danke. Was deine Untersuchung angeht, aus medizinischer Sicht scheinst du in guter Verfassung zu sein. Wenn du möchtest, können wir allerdings vorsichtshalber ein paar kurze Übungen machen, um sicher zu gehen. Boah, ja, dann lass uns die Übungen mal versuchen. Gut. Ich habe eine kurze Liste an Aufgaben vorbereitet, die dein Muskelgedächtnis stimulieren und deine Koordination testen sollen. Bitte geh zurück ins Krankenhaus und suche das Stück Pergament mit dieser Liste. Es sollte direkt neben dem Buch liegen, an dem ich gerade schreibe. Schau es dir an, wenn du möchtest. Das heißt Wissen. Das ist nur ein Arbeitstitel. Es ist eine Sammlung all der Weisheiten, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Ein kleines Nebenprojekt. Ich habe mir erlaubt, deinem Tagebuch eine Kopie davon hinzuzufügen. Du kannst gerne jederzeit davon Gebrauch machen. Und in der Kiste neben dem Haus solltest du ein paar nützliche Dinge finden. Komm wieder, wenn du die Übung beendet hast. Ich bin schon dabei. Okay, so, das heißt jetzt, wir müssen jetzt diesen Zettel finden. Genau, Liste mit Übungen. Da gehen wir mal gucken. Oh, die haut mir die Tür vom Kopf. Dankeschön. Oh, Entschuldigung. Da liegt das Pergamentteil. Ich könnte es nehmen. Und du könntest es nehmen. Ich nehm's mal. So, und da ist die Liste. Liste mit Übungen. Ich habe da einen Haken mit dran gehabt. Ihr habt's gesehen. Ja, so, hebe die Materialien, also Steine. Das heißt, du fang mal an, Steine zu sammeln. Die liegen ja hier überall rum. Ja. Du brauchst 10 Stück. Ich bin mal gespannt, wenn du die sammelst, ob ich die auch kriege. Mach mal so. Alle Grundrohstoffe können in der Wildnis gefunden und gesammelt werden. Stöcke sind am einfachsten zu finden, wohingegen Steine und Kräuter etwas schwieriger zu entdecken sind. Bewege den Mauscursor so über den Gegenstand, der dich interessiert, dass du seinen Namen lesen kannst. Dann kannst du ihn sammeln oder gar einfach aufheben. Rohstoffe können für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter das Bauen von Häusern und Objekten oder die Herstellung von Gegenständen. Auch der Heilung oder der Ernährung können sie dienen. Jo. So, dann nehmen wir mal Steinchen. So, ich bin mal gespannt, wenn du 10 Steine zusammen hast, ja, ob ich einen Haken bekomme, weil ich sammle jetzt mal nichts. Ein Haken? Mhm. Wo
Gucken wir mal, ob du einen Haken bekommst. Ja, das würde mich mal interessieren, aber dann ich... Dann müsst ihr aber die Fäuste rausholen. Rohstoffe sammeln, Rockley das gerade vorgelesen braucht. Könnt ihr kurz pausieren, könnt ihr gucken und ich schließe es wieder. Ja, macht es dann wieder einfach, ne? Ja, sehr. So, aber okay. Ich glaube einfach, dass ich die auch sammeln muss. Ich habe jetzt noch einen, warten Sie. Ja. Nehmen wir mal den da. So, ja, alles klar, ich habe den Haken auch bekommen. Ja. So, dann leere die Kiste in der Nähe des Krankenhauses. Ja, das ist die Kiste ist hier vorne, glaube ich. Da, da ist die Kiste. Da. Da, 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 da. Da, da, da. Da ist die Kiste. Ja, ich geh mal in die Kiste. Dann leere die Kiste. Ja, ich nehme aber nicht alles. Ich nehme von den Holzstämmen, die hier drin sind, nämlich zwei. Ja. Wie mache ich das? Warten Sie mal. Das können Sie ja, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht. Zwei, ja, nehme ich zwei. So. Dann nehme ich ein, von den Stücken nehme ich fünf. Ja. Und ich nehme den Rest, meinen Sie, ne? Ja, genau. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Von dem Stroh nehme ich zehn. Ja. So, jetzt habe ich die Kiste. So, ich guck mal, ob ich auch was nehmen kann. Öffne. Ja. Inventar, Moment. Inventar ist das? Ich kann also die Holzstücke... Wie kann ich die denn nehmen? Doppelklicken und dann nehmen. Alle. Oh. Stock. E. Steht hier? Ja. Stroh. E. Steht hier. Jo, habe ich genommen. Kiste ist leer. Jawohl. Okay, habe ich gemacht. So, ich soll ein Steinmesser herstellen. Das stimmt. Hier machst du ein Steinmesser, glaube ich. Ah, ne, gar nicht, weil da müssen wir, glaube ich, ins Baumenü, ne? Ja, und das ist cool. Mal Q. Ich mache auch mal Q. Dann Handarbeit, glaube ich, ne? Ja, Handarbeit. Und da dann ist dann... ein Steinmesser. Ein Steinmesser. Kann ich nicht, weil ich keine Steine gesammelt habe. Ah, sehen Sie? Aber ich sammle mal eben Steine, dann mache ich das so, auch. Steinmesser habe ich hergestellt. Ja, warten Sie mal. Ich sammle auch mal... Hast du das auch gekriegt? Ja, das ist weg, aber ich muss noch eben, ich muss das ja auch machen. Warten Sie mal. Hast du es ja trotzdem jetzt. Ja, warte, nee, das Moment. Ich guck mal. Hab ich das auch? Wenn dann unter I. Stein. Nee, weil ich jetzt gesammelt habe, Stein. Aber ich stelle das Messer eben halt her. Mhm. So. Okay. Jetzt musst so. Du. Das Huhn häuten und das Fleisch einsammeln. Genau, das ist. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch da ist. Ich guck mal. Ne, ich nehme mal alles. Okay. So, hat er gemacht. So, jetzt soll ich eine Fackel herstellen. Ja, ich soll auch eine Fackel herstellen. Dann machen wir das mal. Fackel, Fackel, Fackel. Da ist die Fackel. Ich stelle Fackel her. Jawohl. Jawohl. Haben wir auch. Und jetzt zünde ein Lagerfeuer und brate das Fleisch. Dann kommen wir mit. Ja, dann gehen wir mal inside. Oh, der Quatsch. Oh, der ist beschäftigt. Oh. Dann zünden wir mal ein Feuerchen an. Ja, zünde mal. Das machst du aber toll. Und jetzt brate das Fleisch. Und dann müssen wir das Fleisch braten. Da, wir braten das Fleisch einmal. Aber wir haben ja noch mehr Fleisch. Ja, du sollst alle Fleische brauchen. Ja, ja, ich mache jetzt alle Fleische. Oh, schon weg, ist schon fertig. Ja, brate trotzdem alle Fleisch, dann kannst du mir nämlich zwei geben. Ach so, du hast Kohldampf, ich merk schon. Ja, so ein bisschen halt, ne? Ja, wohl verständlich, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich renn die ganze Zeit hinter dir her hier. Was soll denn das? Du weißt, jetzt ist ja meine Hast Kopf du noch ein Fleisch? So, ich habe vier Fleisch gehabt. Hier. Gibst du mir zwei Fleisch? Ja, gebe ich dir zwei Fleisch, weil du So? Oh, habe ich jetzt gegessen. Ja, du sollst mir Fleisch geben. Warte, ich mache... Was soll denn das? Ich mache... Also, das verstehe ich. Ich habe jetzt gegessen Fleisch. Oh, da ist ein Fleisch. Habe ich jetzt... zwei Fleisch. Ich nehme ein Fleisch. Habe ich. Sind zwei Fleisch. So, wir machen ein Holzspeer. Was? Ach so, Holzspeer. Ja, machen wir Holzspeer. Ich mache Holzspeer. Wo ist er denn? Da. Haben wir Holzspeer. Da. Ich habe Holzspeer. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Soll ich mal versuchen, dass ich da Speer, die Zielscheibe, soll ich mal versuchen? Ja, kommen Sie mal. Vielleicht kriegst du das ja... Mal. Aua. Mit zwei Dicken durch die Tür gehen. Nee, das stimmt. So, da ist der. Ich nehme Holzspeer. Oh, wo ist denn jetzt mein Inventar? Da, Holzspeer. Ich nehme Holzspeer. Holzspeer auf
Holzspeer auf 2. Da habe ich. Und ich soll jetzt werfen, ja? Mhm. Pass auf jetzt. Ich schmeiß jetzt Holzspeer. Und in die Mitte. Zack. Jawohl. Der Prüfmodus. Im Prüfmodus kannst du fallen gelassene Gegenstände wie Speere sehen. Dörfer in deiner Nähe oder Fertigkeiten von NPCs, die du rekrutieren kannst. Den Prüfmodus zu verwenden verbraucht Ausdauer. Mit Fähigkeiten kannst du ihn erweitern. Hast du mir jetzt den Speer weggenommen? Nein, ich bin nur hingegangen. Ich warte darauf, dass du den nimmst, weil ich habe diese Ansage noch nicht gekriegt. So, ich habe Speer genommen. Warte mal, ich will auch den Speer mal werfen. Speer? Was hast du gesagt? Warten Sie mal. So. Was hast du jetzt gesagt? Wie mache ich das? Du willst den Speer mal werfen? Warten Sie mal. Was? Du weißt, was du gesagt hast? Warten Sie mal, seien wir ruhig da. Achso, ich muss den auf 1 ziehen oder was? Ja, auf 2. Auf 1 hast du das Messer. Nö, du hast das Messer. Das Messer habe ich auf 5, aber immer auf 1 machen. So. Das heißt, ich habe jetzt den Speer. Und dann lege ich an und dann mache ich. Hey! Ja, schlafen. Schlafen musst du dir ein Haus bauen oder ein Lagerfeuer entzünden. Geschlafen werden kann nur zwischen 19 und 7 Uhr. Wird der Spielecharakter schlafen geschickt, wacht er am Morgen des nächsten Tages auf. Das Schlafen in einem Bett stellt etwas Gesundheit wieder her, das Ausruhen am Lagerfeuer nicht. Egal wo zum Jahreszeitenwechsel geschlafen wird, in der neuen Jahreszeit wacht der Charakter immer im eigenen Haus auf. Ah ja, okay. Jawohl. Haben wir auch gemacht. Hol den Speer. 9,6. Fast in die Mitte haben wir geworfen. Moment, da war ich aber besser. Du hast 8,6. Ja. Moment, stopp. Das werden wir jetzt. Nein. Moment, das werden wir jetzt sehen. Das sehen wir jetzt. Kann ich auch die Luft anhalten? Oh. Was machen Sie da? Und keine Vögel abschießen? Oh. Okay. 5,7, das war ja wohl gar nichts. Ja, das war ja wohl nichts. So, Wasser. Flüssigkeitszufuhr ist in der Wildnis entscheidend. Wenn du zu lange nichts trinkst oder deine Wassermenge auf 0 fällt, verlierst du Lebenspunkte. Um das zu verhindern, kannst du diverse Getränke und wasserhaltige Nahrung zu dir nehmen. Wasser selbst kann in Eimern oder in einem Trinkschlauch abgefüllt transportiert werden. Okay, das müssen wir auch machen. Wie ich nämlich gerade sehe, ist mein Wasser ein bisschen... Ja, meiner auch. Aber wo finden wir jetzt Wasser? Wir gucken uns hier mal um. Kommen Sie mit. Ja, aber eigentlich müssen wir schlafen. Ja. Wir müssen mit Seduin quatschen. Warten Sie mal, da hinten ist ein Dorftor. Sieht schön aus eigentlich, ne? Ja, eigentlich sieht's geil aus. Also, muss ich ganz ehrlich sagen hier. Taube, Jagdgebiet entdeckt. Jo. Schön hier. Gehen wir mal hier raus, weil ich denke mal im Dorf... Oh, ich sehe Wasser. Ja. Wenn wir das einfach so... Ist das ein fließendes Gewässer oder? Och Gott. Oder? Ja, das muss man ja wissen. Ja. Ich geh mal hier einfach rein. Ja, hier kann man trinken. Trinken? Jo. Dann trinke ich mal. Ich trinke? Trinken ist auf. Jo, geil. Jo. Alles wieder voll. Das heißt, ja. Wir reden jetzt mit dem Seduin. Genau. Genau. Und dann. Das sieht schon geil aus. Ne? Also, ja, irgendwie. Oh, hier ist auch fließend. Klar. Was wir jetzt getrunken haben, ist das Abwasser, ne? Ich wollte nur sagen. Was? Das läuft da raus. Ne, wir waren auf der anderen Seite. Ne, wir waren hier vorne. Nein, wir waren da hinten, an der Brücke. Wir waren da hinten. Ja, das ist aber... Abwasser, wenn Sie mal, Abwasser ist hier der Rinnsal. Wenn Sie mal ein bisschen gucken hier, ne? Der Rinnsal, der läuft hier lang. Ja. Also, was wollen Sie mir jetzt erzählen? Filter, deswegen habe ich auch ein bisschen was zu kauen gehabt. Das natürliche Filter. Wir gehen... Wenn sie so wollen, da sind bestimmt auch Fischis drin, ne? Naja, wahrscheinlich. Kann ich hier das Holz? Oh, ich kann hier ein Stück. Kommen Sie doch, klauen Sie den Leuten noch nicht das Holz weg hier. So Steinchen und... Oh, Gänseblümchen. Ich möchte gern Gänseblümchen. Oh, Johanneskraut. Was? Ja, Johanneskraut. Hey, jetzt klaut er mir meine Gänseblümchen. Komm jetzt. Wir müssen mit dem Herrn Wien reden. Seduin, ja. Rennen wir eigentlich jetzt hin? Wenn ich jetzt Tab drücke, sagt er mir, Fackel, da steht alles mögliche. Guck mal hier, Pfeilchen. What? So, hier runter, wir reden jetzt mit dem Wien, also du jetzt besser gesagt. Ja, und ich höre dann wieder zu. Der wird bestimmt schon schlafen. Und ich höre dann wieder zu. Moment, ich höre zu. Mach mal, zuhören. So. Zack.
Meine Lieblingspatientin ist zurück. Ich bin mit der Liste fertig. Prächtig. Und wie fühlst du dich? Hat die irgendwas Schwierigkeiten gemacht? Nichts. Ich bin so gut wie neu. Ich bin begeistert, das zu hören. Und deine Genesung ist wirklich ein großartiger Fall. Sonst noch was? Was mich betrifft, betrachte ich unsere gemeinsame Arbeit als erledigt. Ich bin mehr als zufrieden mit den Ergebnissen. Als nächstes musst du den Kastellan treffen. Er ist der Herrscher dieses Landes und möchte selbst mit dir sprechen. Das war's. Wenn du jemals meine Hilfe brauchen solltest, weißt du, wo du mich findest. Pass gut auf dich auf, Mädchen. Das werde ich tun, Seduvin. Und danke für alles. Jo. Ja, Wir haben das abgeschlossen. Wir haben es abgeschlossen. Wir haben die erste Quest abgeschlossen. Das stimmt allerdings. Das zweite wäre dann, wir müssen dann eben halt mit Mirogoth sprechen. Ja. Und zwar eine unbeschriebene Tafel. Das Kennenlernen neuer Menschen heißt es. Aber ich glaube, das machen wir morgen früh, ne? Weil es ja schon dunkel ich draußen. Ich denke auch. Also Leute. Dann werden wir erstmal schlafen gehen. Das denke ich auch. Also Leute, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen bei der Miri da. Bei der Rock. Oder bei Herrn Hoxton natürlich auch. Und wenn ihr mehr sehen wollt oder nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Ja, und wenn ihr diesen Schmetterling um Herrn Hoxens Kopf da säbeln sehen wollt, dann... Hier ist kein Schmetterling. Mal wieder hingucken, das ist kein, das ist eine Mücke, das ist eine Motte oder whatever. Also Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss.